Überlegung, die ich mir heute vorgenommen habe, ist der Durchrutschschlag. Und im Grunde geht es darum, dass ich die Hände über den Stock gleiten lasse, und zwar vor und zurück, um den Hebel zu verändern. Dazu beginne ich jetzt in der Handhaltung. Rechte Hand greift von unten, linke Hand greift von oben. Wenn ich jetzt mit rechts zur linken rutsche, habe ich den Schwerthandgriff. Wenn ich in die umgekehrte Richtung gehe, dann habe ich hier so den Pümpelgriff. Okay. So, und da machen wir jetzt erstmal eine kurze Vorübung, nämlich lassen die Hände einfach mal über den Stock gleiten bis ans Ende. Nicht übers Ende rüber. So, in dieser Ebene starten auch schon die ersten zwei Schläge. Und zwar habe ich jetzt den breiten Griff. Es ist immer noch ein kleines Stückchen übrig, sodass ich hier schulterbreit oder ein bisschen mehr greife und bringe jetzt den Stock auf meine rechte Seite. So, ich mache es mal so. Das heißt, der lange Stock ist auf der rechten Seite. Jetzt mache ich die Schlagbewegung nach vorne und in der Schlagbewegung rutscht die rechte Hand zur linken und wenn ich mit der Stockspitze vorne ankomme, bin ich auch mit der Rutschbewegung angekommen. Dass ich hier durch das nach vorne rutschen den Hebel kontinuierlich verändere, bis ich die maximale Reichweite oder bis ich eine optimale Reichweite habe. Nochmal von rechts. Eins. 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 Gut, jetzt machen wir weiter. Das heißt, Schlag 1 ist horizontal von rechts nach links. Dann ziehe ich den Stock durch meine rechte Hand durch, dass ich wieder den breiten Griff habe, jetzt allerdings an der linken Schulter. Die rechte Hand bleibt statisch und in der Vorwärtsbewegung gleitet jetzt die linke Hand zur rechten, dass ich mit dem anderen Ende zuschlage. Nochmal, von links kommend, zack. Von links kommend, zack. Jetzt kombinieren wir beide. Zieh recht auf, rechte Hand rutscht zur linken, zieh links auf, rutscht zur rechten. Eins. 2. 1. 2. Genau. Und wir arbeiten auf der horizontalen Ebene dabei. Also im Gegensatz zur Arbeitsweise mit dem O ganz am Anfang, wo ich diese Position halte und hier meine Zukis im Grunde 1:1 übertragen kann, habe ich jetzt diese rutschende Bewegung. Hebel permanent rechts. Gut, 1 und 2 haben wir. Nehmen wir gleich 3 und 4 dazu. Also ich habe 1, ich habe 2. Zieh dann den Stock über dem Kopf, senkrecht über dem Kopf, wieder auf und mache einen Schlag von oben nach unten. Und die Stockspitze endet etwa zwischen den Augen des Gegners. Von hier aus ziehe ich den Stock jetzt wieder durch die rechte Hand und zwar an meine linke Hüftseite. Und jetzt rutscht die linke Hand zur rechten und ich schlage von unten zwischen die Beine, sodass ich ja ungefähr auf Bauchnabelhöhe ende. Ich kann jetzt hier ein bisschen tricksen mit meiner Handhaltung. Ich kann komplett zugreifen, so wie ich es hier hatte oder im Schwertgriff habe. Oder ich lasse den Stock zwischen Daumen und Zeigefinger aufliegen. Okay, und damit haben wir jetzt 4 Bewegungen und jetzt mache ich das Ganze auf 4 gezählt. Ich starte vor dem Körper mit 1, 2, 3, senkrecht. Und 4 aufwärts. Dann wieder von rechts kommen. 1, 2, 3, 4. Wir starten wieder rechts. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, noch zweimal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. So, kurz die Hände auslockern. Dazu rolle ich den Stock zwischen den Händen hin und her. Handreflexzonenmassage. Gratis noch im Paket mit inbegriffen. Ich mache noch eine zweite Vierersequenz hinten dran. Wenn wir jetzt in der ersten Sequenz horizontal und senkrecht gearbeitet haben, dann soll jetzt die zweite Vierersequenz in den Diagonalen passen. Und zwar mache ich ein X oder ein Andreaskreuz, und die ersten beiden Schläge, die benutzen dieselbe Diagonale. Und zwar Schwerthandhaltung von rechts oben kommend, Schlag von rechts oben nach links unten, Schlag 2 ist dann auf demselben Weg wieder hoch. Nochmal 1 von rechts nach links, 2 gleicher Weg wieder zurück. Nochmal 1, 2, 1, 2. Und ich muss hier schon ein bisschen bremsen wegen meiner Deckenhöhe. Schlag 3 und 4 benutzen die andere, also die Gegendiagonale. Und Schlag 3 beginnt jetzt rechts unten in der Position, geht nach links oben und dann auf demselben Weg wieder zurück. 4. Nochmal 3 von rechts unten nach links oben, 4 von links oben nach rechts. Wenn wir jetzt alle 4 hintereinander machen, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Okay, also 1, 2, 3, 4. Vier. Kurz noch zur Position der Füße dabei. Manchmal verdrehe ich mich unbequem, beziehungsweise ein Bein ist im Weg. Deswegen wähle ich jetzt die Rechtsauslage für die ersten beiden Schläge, 1 und 2. Wechsle dann in die Linksauslage für 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Dann kann der Schlag frei durchgeführt werden. So, die vier Schläge hänge ich jetzt hinten dran an unsere Durchrutschschläge. Das heißt, wir haben jetzt zwei Kreuze. Das erste Kreuz ist horizontal senkrecht, dann das zweite Kreuz ist in den Diagonalen. Ich zähle jetzt 1 bis 8. Wir beginnen mit den Durchrutschschlägen horizontal. Also 1, 2, von oben 3, von unten 4. Jetzt nochmal verlängern. Wechsel in die Schwerthandhaltung. 5, 6, 7, 8. Ich gehe wieder in die breite Griffhaltung und starte von vorne. 1, 2, 3, 4. Nach oben aufziehen. 5, 6, 7, 8. Und wieder im Griff weiter. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Griff verbreiten. Und rutschen. 1, 2, 3, 4. Weiterhaltung. 5, 6, 7, 8. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. Okay, gut. Nochmal die Handgelenke, Schultern auslockern.